Ah, du bist es. Der Junge aus meinem Traum. Wie seltsam der Traum war. Mein Lebenswerk wurde zerstört und ich konnte nichts tun, außer zusehen. Komm, setz dich hier ans Feuer. Es begann dort, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich habe ein Klopfen an der Tür gehört, wie in der Nacht, als ich ging. Ich öffnete die Tür, aber dort war nichts. Nur weißer Raum. Aber als ich rausging, Chaos. Irgendein Schurke hatte alles angemalt. Mein Garten war ruiniert. Und dann sprach meine Statue zu mir. Hilf mir! Irgendein Balk rennt hier herum und verunstaltet alles im Garten. Ich glaube, er wollte zum Hüpfen. Ja. Etwas ist in meinen Mund gekommen. Oh je. Ich sah mein unvollendetes Labyrinth. Verlassen, vergessen. Dann erschienen die Mitwirkenden. Eure Träume haben Mitwirkende? Oh ja, und Untertitel. Sah ich meine schöne Stadt im Klammergriff dieser abstoßenden Ranken. Sie war für die Ewigkeit bestimmt gewesen und war doch jetzt schon dahin. Ein Denkmal für Unkraut. Der Speisesaal war voller Menschen, so wie früher. Es roch nach Gänsebraten. Für einen Moment war ich glücklich. Und plötzlich war ich wieder allein. Die Welt war dunkel und kalt geworden. Ich fühlte, wie mir der Tod in die Glieder kroch.
eines Hauses vorbei, das ich bewundere. Kaum 10 Jahre nach seinem Baubeginn lag es schon in Trümmern. Meine Werke sollten ewig halten, doch die meisten werden vor mir weg sein. Ich war auf einem Begräbnis. Meinem, wie sich zeigt. Niemand war dort. Außer dir. Ich erblickte mein Denkmal. Meine letzte Hoffnung, der Nachwelt etwas zu hinterlassen. Ich ging darauf zu. Mit jedem meiner Schritte wurde ich größer. Ich wuchs immer weiter und weiter, wie ein Teenager. Mit einem leichten Stoß zerfiel mein Denkmal und versank. Mein Lebenswerk lag dort vor mir. Schon bald würde es zu Staub zerfallen oder von jemandem nach mir überpinselt werden. Genau wie ich übermalt hatte, was vor mir da war. Als das Universum endete, wusste ich, dass mein Werk verloren war. Und als ich so dasaß und in die Dunkelheit starrte, dachte ich zurück an all die Dinge, die ich geschaffen und nie vollendet hatte. Ich begriff etwas. Ich war nicht traurig, weil alles weg war. Es hat Spaß gemacht, Dinge zu schaffen. Ich hätte es auch so getan. Beim Aufwachen wusste ich irgendwie, dass mein Werk wirklich zerstört werden würde. Und dann bist du hier aufgetaucht. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, aber es freut mich. Ich habe etwas für dich. Der Pinsel gehört mir nicht mehr. Mein Werk ist getan. Er gehört jetzt dir. Ich hoffe, du freust dich. Die Leute sollen es sagen, er ist ein besserer Mann als sein Vater. Diese Tür führt dich hin, wo immer du willst. Aber beeil dich, mein Kind. Nichts hiervon wird lange bestehen. Und in dieser Nacht, auch wenn er sehr müde war, tat Monroe etwas, das seine Mutter sehr glücklich gemacht hätte. Er malte.